Im August 2011 stürzte mein Vater und verletzte sich zu Hause. Mein Mann und ich beschlossen, meinen Vater in unserer Obhut zu nehmen. Obwohl wir uns zu diesem Zeitpunkt in einer sehr angespannten finanziellen Situation befanden, waren wir der Meinung, dass die Familie wichtiger ist als alles andere und dass mein Vater mit seinen Schwierigkeiten nicht allein gelassen werden kann. Obwohl er keine gebrochenen Knochen hatte, hatte er Verletzungen am Rücken und an den Armen erlitten und brauchte regelmäßige Medikamente und Ruhe. Auf dem Heimweg besprachen mein Mann und ich, wie wir unsere Zeit einteilen könnten, damit mein Vater besser betreut werden konnte. Schließlich beschlossen wir, dass ich mir einen Monat Urlaub nehmen würde, um zu Hause zu bleiben und mich um meinen Vater zu kümmern. Es war eine sehr schwierige Zeit für uns, und wir mussten uns bei den Ausgaben sehr zurückhalten. Außerdem musste ich mich um die Schulbildung und das Leben der Kinder kümmern. Obwohl ich mich manchmal sehr müde fühlte, wusste ich, dass wir das tun mussten. Mein Mann und ich haben meinen Vater immer ermutigt, positiv zu sein und eine positive Lebenseinstellung zu haben. Eines Morgens ging ich ins Krankenhaus, um Schmerzmittel für meinen Vater zu kaufen. Ich kam schnell im Krankenhaus an. Ich kaufte die Schmerzmittel im Krankenhaus. Im Supermarkt kaufte ich noch ein paar Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs. Aber auf dem Heimweg passierte ein Unfall. Ein Auto hatte eine Panne und blieb auf der Straße stehen. Das Auto vor mir fing an, langsamer zu werden. Ich stellte meinen Fuß auf die Bremse und wurde ebenfalls langsamer. Ich schaute in meinen Rückspiegel und sah einen großen Lastwagen auf mich zukommen. Der LKW fuhr sehr schnell und ich hatte große Angst. Ich versuchte, nach links auszuweichen, aber es war zu spät. In dem Moment, als der Lastwagen mich rammte, schien die Zeit stehen zu bleiben. Plötzlich verspürte ich ein besonderes Gefühl, ein Gefühl, von Liebe umgeben zu sein. Dieses Gefühl wurde immer stärker und stärker. Meine Panik war durch Liebe ersetzt worden. Ich fühlte mich auf eine Weise umarmt, wie ich es seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt hatte. Stellen Sie sich jemanden vor, der Sie zutiefst liebt. Multiplizieren Sie dieses Gefühl nun mit dem 10.000-fachen, und vielleicht können Sie dieses Gefühl nachempfinden. Zu der Zeit, als ich diese Liebe spürte, fühlte ich auch eine starke Energie um mich herum. Ich kann die Form nicht beschreiben, aber ich spürte, dass dies Gott war. Ich weiß, dass er mich zutiefst liebt. Er wird mich immer lieben, egal, was ich tue. Es entstand eine ganz besondere Verbindung zwischen mir und Gott. In diesem Moment gab es keine Trennung zwischen mir und Gott. Ich wusste, dass ich von Gott angenommen war. Wenn ich Gott sah, empfand ich ein überwältigendes Gefühl der Ehrfurcht in meinem Herzen. Wenn er zu mir sprach, hörte ich die angenehmste Stimme des Universums. Es war eine Stimme, die das Herz heilen konnte. Der Blick in seinen Augen gab mir ein Gefühl von Sicherheit und Wärme, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. All meine Sorgen und mein Schmerz verschwanden in diesem Moment. Er half mir, auf mein vergangenes Leben zurückzublicken. Ich sah die guten Dinge, die ich getan hatte, und die Fehler, die ich gemacht hatte. Einmal geriet ich in einen Streit mit einem engen Freund und sagte etwas extrem Gemeines und Verletzendes. Wenn ich auf diesen Moment zurückblicke, spüre ich ein schweres Gewicht in meinem Herzen, weil ich erkannte, dass ich ihm Schaden zugefügt hatte. Gott hat mich nicht getadelt. Er sagte: Mein Kind, ich kenne dein Herz. Aber du musst wissen, dass ich dich liebe und dass ich dich immer lieben werde, egal welche Fehler du machst.
Ich spürte, wie eine Kraft in mir aufstieg, die ich nie zuvor gespürt hatte, und die mich glauben ließ, dass ich besser sein könnte. In seinen Augen sah ich die Antwort, dass ich nicht besser werde, wenn ich mich bestrafe. Als der Lebensrückblick vorbei war, erklärte er mir meine Aufgabe auf der Erde. Ich war sehr überrascht, als ich seine Worte hörte. Jeder von uns ist für Gott sehr wichtig. Er sagte mir, dass das Leben eines jeden auf der Erde anders verlaufen würde und dass die Lebenserfahrung eines jeden sehr wichtig sei. Ich fragte ihn, warum habe ich einen solchen Vater? Ich hatte keine glückliche Kindheit, und er sagte mir, man muss Dinge erleben, um zu lernen, erwachsen zu werden und zur nächsten Aufgabe überzugehen. Ich verstand, dass die Erde wie eine Schule ist. Wenn wir die Schule beenden, müssen wir alle unsere Abschlussprüfungen ablegen. Das heißt, ein Rückblick auf das Leben jedes Einzelnen, und dann können wir unseren Abschluss machen und nach Hause gehen. Alles wird so bedeutungsvoll. Ich begann, den Sinn des Lebens zu verstehen. Das Leben ist keine einfache Reise, sondern eine Reise voller Herausforderungen und Wachstum. Auf dieser Reise müssen wir durch viele Schwierigkeiten und Rückschläge gehen, um ein besserer Mensch zu werden. Diese Erfahrungen machen uns zu dem, was wir sind, und es ist dieses Wachstum und diese Veränderung, die unser Leben sinnvoll machen. Der Sinn des Lebens liegt nicht darin, was wir haben, sondern darin, wer wir werden. Nur dann können wir bessere Menschen werden und inneren Frieden und Glück erlangen. Hier traf ich auch Verwandte, die bereits verstorben waren. Sie sahen alle sehr jung aus. Sie trugen alle ein weißes Gewand, das sehr bequem und weich aussah. Die Gewänder schienen aus einem besonderen Material zu sein. Das Gewand gab einen sanften Schein ab, der sie noch besonderer aussehen ließ. Alle lächelten und sahen sehr glücklich und zufrieden aus. Ich sah meine Großmutter, die lächelte, als sie auf mich zukam, und die so jung und schön aussah. Ihr Kleid war mit einer wunderschönen Rose bestickt, die aussah, als wäre sie von Hand genäht worden. Ich sah auch meinen Großvater, der wie ein Gentleman aussah. Er hielt ein dickes Buch in seiner Hand. Ich konnte spüren, dass er innerlich sehr friedlich und ruhig war. Neben ihnen waren noch einige andere Personen. Ich konnte sie nicht identifizieren, aber ich konnte ihre Liebe und ihren Frieden spüren. Sie alle hatten ein einzigartiges Licht an sich, das mir das Gefühl gab, vollkommen aufgenommen und akzeptiert zu sein. An diesem Ort fühlte ich mich wie zu Hause. Ihre Augen waren von Zärtlichkeit und Liebe erfüllt. Das Licht, das von ihnen ausging, erleuchtete den Raum um sie herum und gab mir das Gefühl von Ruhe und Entspannung. Sie waren so real, als ob sie schon immer für mich da gewesen wären, nur durch eine unsichtbare Barriere getrennt. Als ich sie jetzt sah, wusste ich, dass sie an einem besseren Ort waren als zuvor. Als ich meinen Großvater sah, fühlte ich mich innerlich sehr schuldig. Er war an einem plötzlichen Herzinfarkt gestorben, und ich hatte keine Gelegenheit gehabt, mich von ihm zu verabschieden. Ich erinnere mich an meinen Großvater als einen freundlichen Mann, der immer da war, um meine Fragen zu beantworten. In der Zeit, als er uns verlassen wollte, wurde mein Verhältnis zu meiner Familie angespannt. Mein Großvater lächelte mich an und ich spürte seine Liebe und seinen Trost. Ich sagte zu meinem Großvater, dass ich es bedauerte, nicht mehr Zeit mit dir verbracht zu haben, bevor du gestorben bist, und dass es mir leid tat. Großvater legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, mein Sohn, du musst verstehen,
dass wir hier Beziehungen nicht auf dieselbe Weise sehen wie auf der Erde. Hier geht es nur um Liebe und Respekt auf einer spirituellen Ebene. Die Worte meines Großvaters berührten mein Herz so tief, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. Mein Großvater erzählte mir auch viele Dinge über den Himmel. In diesem Moment empfand ich ein tiefes Gefühl von Frieden und Glück. Obwohl seine Zeit auf der Erde zu Ende gegangen war, würden unsere Liebe und unsere Beziehung weiterleben. Mein Großvater sagte mir auch, dass das Wichtigste auf dieser Welt die Liebe ist. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sie ist auch eine Handlung. Er sagte mir, dass im Himmel alle Menschen einander lieben und es dort keine Negativität gibt, sondern nur Frieden und Freude. Er sagte, das Wichtigste in dieser Welt sei es zu lernen. Zu vergeben und zu verstehen, sich selbst und die Menschen um einen herum zu lieben. Ich weiß, dass ich viele Dinge falsch gemacht und meine Familie und Freunde verletzt habe, aber ich weiß auch, dass ich noch die Chance habe, mich zu ändern. Unser Gespräch hat mich dazu gebracht, mich selbst zu überprüfen und das Leben mehr zu schätzen, um zu versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Mein Großvater tätschelte mir sanft die Hand und sagte, dass er mich auch immer geliebt habe. Schließlich fragte Gott mich, willst du bleiben oder zurückgehen? So sehr ich mich auch danach sehnte, hier zu bleiben, wusste ich doch, dass ich zurückgehen musste. Ich wollte mein Leben nicht mit einem Gefühl des Bedauerns verlassen. Also antwortete ich sehr widerstrebend, so sehr ich auch bleiben wollte, wusste ich doch, dass ich zurückgehen musste. Gott hat mich herzlich umarmt. Ich spürte seine Liebe und das bestärkte mich in meinem Entschluss. Ich verabschiedete mich von meinem Großvater und dem Rest meiner Familie. Sie begleiteten mich zur Tür des Himmels. Mein Großvater nahm wieder meine Hand und sagte, vergiss nicht, wir sind bei dir, wann immer du bist. Ich vergoss Tränen und drückte ihm und dem Rest meiner Familie meine Liebe und Dankbarkeit aus. Schließlich wandte ich mich an Gott und sagte Lebewohl. Er lächelte und sagte, ich werde dich immer lieben, wo auch immer du bist. Ich werde immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. Ich dankte ihm und drehte mich um den Himmel zu verlassen. Plötzlich war ich wieder in der realen Welt. Meine Hände umklammerten noch immer das Lenkrad. In meinem Hinterkopf meldete sich eine Stimme. Sie sagte mir, ich solle den Fuß von der Bremse nehmen und das Gaspedal ganz durchdrücken. Zuerst verstand ich sie nicht, aber als die Stimme stärker wurde, begann ich, die Anweisungen zu befolgen. Dann fuhr ich auf das Auto vor mir auf, das durch seine Trägheit ein Stück weit vorwärts fuhr. Der große Lieferwagen hinter mir hielt ebenfalls an. Ich setzte mich auf den Fahrersitz und legte meine Arme um mich. Denn ich wollte die Liebe Gottes nicht verlieren. Ich hoffte, sie würde mir Kraft und Mut geben. Ich wusste nicht, wie lange es dauern würde, bis der Arzt vor Ort eintraf, und die Wartezeit erschien mir lang. Meine Stimmung wurde immer unruhiger. Als der Arzt die Autotür öffnete, spürte ich, wie die Liebe Gottes zu schwinden begann. Der Arzt begann, meinen Körper zu untersuchen, und er war überrascht, dass ich keine Verletzungen erlitten hatte. Ich war auch sehr überrascht. Ich wollte dem Arzt sagen, was ich erlebt hatte, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Es war mir klar, dass Gott über mich gewacht hatte. Nach diesem Autounfall hatte ich eine andere Sichtweise auf das Leben. Ich kannte meine Aufgabe auf der Erde und beschloss, jeden Augenblick meines Lebens mehr zu schätzen. Ich habe ein Bild von mir über meinem Bett und erinnere mich jeden Morgen daran, dass ich ein Kind Gottes bin.
Das gibt mir die Kraft und den Mut, die Herausforderungen in meinem Leben zu meistern. Wenn ich mich in einer schwierigen Situation befinde, halte ich inne und überlege, was ich als nächstes tun soll, denn ich möchte niemandem wehtun. Obwohl ich nicht perfekt bin, bemühe ich mich sehr, das Richtige zu tun. In dem Jahr nach dem Unfall habe ich viele Schwierigkeiten und Schmerzen durchgemacht. Ich habe mich oft gefragt, warum ich in dieser Welt geblieben bin. Aber wenn ich auf diese Erfahrung zurückblicke, habe ich eine Menge gelernt. Wenn ich die Sonne durch die Wolken scheinen sehe, möchte ich manchmal wirklich dorthin zurückkehren. Ich glaube, dass Gott das Licht ist, und er erinnert mich immer wieder daran, wie sehr er mich liebt und dass ich nie allein sein werde. Eines Tages werde ich für immer zu ihm zurückkehren. Bis ich dorthin zurückkehre, wird das Leben viel einfacher, wenn ich jede Schwierigkeit als ein Abenteuer betrachte.